Ich weiß nicht, wie ich mein erstes Moped gekriegt habe. Das ist auch schon lange her, ja. War ich ganz stolz und dann bin ich immer mit Licht gefahren. Ja. Auch untertags natürlich. Ja, und dann immer habe ich dann so ein Kabelständer aufgehalten und habe gesagt, jetzt war mit Licht vor, weil das Tappen da auf ans Fenster ist. Und hat es mit einer Verwarnung gut sein lassen. Also ich bin nicht gestraft worden, weil ich mit Licht vor, weil ich gesagt, damit man mich besser sieht. Das ist einem wurscht. Okay, das ist halt wurscht. Ja. Und dann habe ich mein Motorrad gekriegt. 2 Jahre später, glaube ich, und dann ist da irgendwann das Licht nicht gegangen. Ich weiß nicht warum, oder habe ich es vergessen, einschalten. Ja. Dann habe ich wieder einen Kabelständer aufgehalten, weil ja jetzt gesetzlich es ist, dass man mit dem Motorrad mit Licht fahren muss, damit man besser gesehen wird. Da habe ich gesagt, das habe ich schon vor 2 Jahren eigentlich, hätte ich das. Nicht? Und da habe ich es halt. Damals kann ich mich erinnern. Dann war es ja so, dass man beim Autofahren auch mit Licht hat fahren müssen, eine Zeit lang, also untertags. Ja, mit Licht fahren müssen. Ja, und wer nicht mit Licht gefahren ist, der hat eine Strafe gekriegt. Und dann war es aber, glaube ich, wieder so, da ist es jetzt noch so, dass man nicht mit Licht fahren muss, aber ich glaube, man kann mit Licht fahren oder so, oder was weiß ich nicht. Oder Handyverbot am Steuer. Also mit Handy verboten Autofahren, aber telefonieren im Autofahren ist eigentlich erlaubt. Also wenn man eine Freisprecheinrichtung hat, also haben wir uns alle eine Freisprecheinrichtung gekauft, damit wir sprechen dürfen. Jetzt ganz ehrlich, geht es wirklich darum, dass man ein Handy in der Hand hat, oder geht es beim Autofahren darum, dass man eigentlich, wenn man mit dem telefoniert, gar nicht mehr bei der Sache ist? Das war doch eigentlich das Thema. Ne? Also eigentlich ein vollkommener Blödsinn. Ne? So ein Gesetz. Ja. Das sind unsere Gesetze. Also, es gibt andere Gesetze, ja. Wobei, es sind nicht unsere Gesetze, muss man ganz ehrlich sagen. Weil das würde bedeuten, dass wir die Gesetze gemacht haben. Nicht? Aber wir dürfen keine Gesetze machen. Also das macht wer anderer für uns, unsere Gesetze. Interessanterweise fällt einem manchmal auf, dass die Gesetze für uns machen, sich dann nicht unbedingt an die Gesetze halten müssen. Ja? Wir halten uns schon an diese Gesetze, weil ja, wir dafür bezahlen, dass die Gesetze für uns machen. Nicht? Und wenn ich für was zahle, dann hole ich mich ja dran. Das war ja vollkommen ein Blödsinn. Nicht? Wenn ich da zahle, dann hole ich mich nicht dran. Nicht? Ja. Vielleicht haben wir einfach zu viele Gesetze. Der Josef Zotter, glaube ich, hat das. Der ist da gesessen und hat gesagt, wir haben zu viele Gesetze. Ja. Eigentlich reichen nur die 10 Gebote. Ich weiß nicht, vielleicht bloß wenig. Ja. Aber selbst bei den 10 Geboten ist ja so, die 10 Gebote allein nutzen ja nichts. Man muss sich daran halten. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ja, und zwar auch jeder. Hm? Da gibt es eine Geschichte. Angeblich war das so, der Moses war das damals, hat, glaube ich, vom Herrgott den Auftrag bekommen, dass er die 10 Gebote unter die Leute bringt. Auf so Tontafeln wurde draufgeschrieben oder eine gemeißelt, was weiß ich. Eher gemeißelt, nicht geschrieben, glaube ich. Nicht mit Filzstift draufgeschrieben. Und der Moses hat gesagt, ja, er macht das, wer kann das? Er ist so ein kleiner Eventmanager. Er macht eine gute Veranstaltung, hat so einen Eventmanagement-Kurs gemacht, wahrscheinlich bei der WIF. Er hat gesagt, ich organisiere das. Da haben wir die WIPs einladen, dass ein bisschen ein Rambazamba ist rund um die Veranstaltung. Und die ganzen WIPs sind dann an die Fuhren gestanden, also die Fürsten, die Reichen, die Politiker, die hohen Priester. Und hinten sind die normalen Leute gestanden. Und dann ist der Moses da gestanden mit seinen Tontafeln und war dann doch ein bisschen nervös bei der Präsentation. Und so dürfte ihm so eine Tontafel irgendwie das Übergewicht gekriegt haben, ist gekippt auf die andere drauf. Und dann wie ein Dominoeffekt sind die hingefallen und sind auf den Boden gegangen in 1000 Scherben. Ja. Oder 100 Scherben wahrscheinlich nur. Und alle sind Sieger natürlich, weil jeder wollte ein Stück von den Geboten mit nach Hause nehmen. Ja, als Erinnerung, als Souvenir. Und die zuerst dort waren, waren die vorhin gestanden sind. Also die Arschlöcher praktisch. Und die haben sich natürlich die besten Stickeln ausgesucht. Ja. Hey, töten, super, mache ich. Stehlen, anleibern, super. Ja. Ehebrecher, super, habe ich eh schon. Nicht? Ja, und für den Rest von den Leuten sind halt immer die anderen Scherben überblieben. Nicht? Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst auch nicht, nein, ich soll auch nicht. Nein, du sollst auch nicht, das war lustig, ich soll nicht mehr. Bitte? Ich soll jetzt den Gast ansagen. Du sollst den Gast, dann machen wir das. Ja. Darf ich ihn ansagen? Ja, gut, der Gast ist da. Okay. Mein heutiger Gast ist ein gesetzestreuer Mann natürlich. Er ist Jurist, er ist Verfassungsrechtler und Verwaltungsrechtler. Hört auf den Namen Heinz Meier und ist mir aufgefallen im Zuge dieser Hypo-Geschichte, weil einer der wenigen war, die sich sofort damit zu Wort gemeldet haben und da einfach seine Stimme erhoben hat, weil er gesagt hat, also so wie die Regierung momentan wirkt, scheint es, dass ihnen die Verfassung wurscht ist. Nicht? Also ist die Frage, ist die Demokratie in Gefahr? Hm? Vielleicht nicht gleich, aber
später irgendwann einmal, wenn wir so weiter tun, wie wir tun. Ja? Die Antwort darauf, ja, erfahren Sie in Kürze. Nach einer wunderbaren Werbung, wir haben was Spezielles für Sie vorbereitet, einen tollen Werbeblock. Schauen Sie sich's an, genießen Sie es, Sie werden wahnsinnig viel Freude mit der Werbung haben. Das ist die schönste Werbung, die wir jemals zusammengestellt haben. Best of Werbung hier auf Puls 4. Ja, glauben Sie nicht jeden Blödsinn.